Hallo Leute und herzlich willkommen zum 32. Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part, da waren wir im okkulten Hain und haben Entei getroffen, der der Flammendämon sein soll. Und wir vermuten, dass Entei irgendwas mit diesen Versteinerungen von Latios und Latias zu tun haben könnte. Allerdings wissen wir es noch nicht genau. Und ich wollte jetzt noch ein paar Missionen unserer Konnexus-Sphäre machen. Ich wurde darum gebeten, das mit den hochmotivierten Pokémon ein bisschen zu lassen und mehr mit unseren Haupt-Pokémon zu spielen. Das ist kein Problem, das werde ich jetzt auch tun. Kap der Freunde, Rettung mit Landtouren. Ich glaube, das mache ich. Haben wir noch was dort? Nö. Was bedeutet denn dieses Ausrufezeichen da? Nebelkontinent, ach so. Das heißt, ich habe wahrscheinlich noch nicht den entsprechenden Pass dafür. Schauen mal. Gib mir den Pass. Oh Gott, sind die teuer. 1500, aber ich hatte ja noch ein paar Goldbarren. Stimmt. Alle. Sehr schön. Dann kaufen wir uns mal die Pässe hier. Nebelpass, ja. 1500 ist okay. Nein. So. Das heißt, wir gehen erstmal auf diesen Nebelkontinent. Habe ich das richtig verstanden? Willkommen bei Labras Interkontinental. Ich will gerne auf den Nebelkontinent Labras. Da waren wir noch nicht. Nebelkontinent, ja. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Ja. Der Nebelkontinent. Ich frage mich, wie die Stadt jetzt heißt, in der wir ankommen. Da wären wir. Noe. Nebelkontinent. Achso, Noe dann, okay. Oh, das sieht aber schick aus. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber in Wirklichkeit bin ich sehr schüchtern. Brokkolos, why? Mit meinem Pendel versetze ich jeden Gegner in tiefe Hypnose. Da sind noch ein paar Aufträge. Mein Geheimversteck ist eine Schneehöhle, oder auch nicht. Einfach selbst rausfinden. Ach, eine Mission? Mitternachtssonntal. Ich nehme den Auftrag mal an, aber ich führe ihn nicht sofort aus. Also ich bin echt schon wahnsinnig mysteriös. Ich bestehe wohl aus Leben, oder auch nicht. Aber da unten links ist noch was. Aber die Musik ist echt schön. Jemand muss meinen Schatz suchen gehen. Kap der Freude. Okay, das machen wir auch noch. Weil das im selben Dungeon ist wie die andere Mission. Schick. Mein Federkleid besticht durch die Schönheit. Mein Flügelschlag besticht durch pure Kraft. Da oben ist auch noch was. Auf in den Kampf. Felshöhle? Nee. Wobei, wir sollten die Anliegen, glaube ich, mal einfach alle annehmen. Ist uns ja überlassen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Glücklicherweise. Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Gutes Sehvermögen ist im Segen und ist ein Segen im Alltag. Diesbezüglich also die Augen offen halten. Ja. Ach so. Das war nur eine Unterhaltung. Das ist schön. Ach ja. Manchmal weiß ich einfach nicht, wo ich hinschauen soll. So ist das nun mal, wenn man solch ausgezeichnetes Sehvermögen hat wie ich. Ja, war jedenfalls nett, mit dir zu plaudern. Okay, wir sind mit Tauburga verbunden. Das ist schön. Ja. Frostedio. Okay. Das ist schön.
Mir gefällt das System mit der Konnexosphäre sehr, um ehrlich zu sein. Dieser Brief muss meinen Freunden erreichen. Muss meinen Freund erreichen. Fleckmon, einen geheimen Brief. Das nehmen wir auch mal an. Aber dafür müssen wir auf den Windkontinent wieder. Hier ist wieder alles gleich. Wie kommen wir denn zu den Dungeons? Ach, da oben. Auf der Karte sieht man's. Oben links. Sehr schön. Das sind jetzt die ganzen Dungeons, die wir freischalten. Wir gehen aber erst in den Kap der Freude. Denn dort haben wir zwei Missionen, genau. E3 und E6. Einmal eine Rettung. Oh, aber die scheinen ziemlich schwierig zu sein. Wisst ihr, Leute, ich mache das eigentlich nicht gerne, aber ich speichere jetzt mal einfach im Part ab. Speichern und Spiel fortsetzen. Das scheint eine sehr schwierige Mission zu sein, aber ich glaube, wir nehmen dann auch Brutalander und Dragoran mit. Weil das geht, glaube ich, nicht, oder? Maximal 3 Mitglieder. Hm. Bis zu 5 Hilferufe. Aber ich will ja auch Enis und Jan mitnehmen. Brutalander können wir sowieso nicht mitnehmen und Drago ist auch nicht da, okay. Wir können beide nicht mitnehmen. Wer ist noch stark? Simsala. Despota. Hm. Simsala hat aber nicht so krasse Attacken. Despota hat den Sandsturm, das ist auch nicht cool. Cesurio. Ich nehme mal Cesurio mit. Ja. Also Leute, nicht direkt haten. Die schwierigen Missionen müssen wir auch noch irgendwie hinbekommen. So stimmt, Lanton ist auch noch dabei. Da ist direkt ein Zipal-Einschüchterer, den benutzen wir. Wir müssen 3 Ebenen schaffen, das ist nicht viel. Ich frage mich aber, ob wir bis Ebene 6 überhaupt hochkommen. Moment. Aquaknarre, Psychstrahl und Eisenschädel. Ich denke, mit Cesurio kriegen wir das aber hin. Was machst du denn da? Ah, Einschüchterer, sehr schön. Ach Leute, ich glaube, wir kriegen das hin. Sieht gut aus. Es ist aber auf jeden Fall nicht verkehrt, so starke Pokémon mitzunehmen. Das ist dann auf jeden Fall ein bisschen erleichternder. Was macht das jetzt? Was war das? Spiegelcape oder so? Moment. Wo sind da nochmal die Einstellungen? Da. Spiegelcape, das heißt, wir dürfen nur physisch angreifen. Attackeneinstellungen. Na gut, wir geben Jan seine Attacken wieder. So. Komisch. Sehr verworrene Dungeons. Ich frage mich, ob der Schwierigkeitsgrad des Dungeons aufgrund der Verzweigung hier bestimmt wird. Weiß das einer von euch? Oder liegt das tatsächlich an der Stärke und an dem Level der Pokémon, die sich hier im Dungeon befinden? Weil wir kommen ja... Okay, wir kommen eigentlich relativ gut zurecht, wollte ich gerade sagen.
nicht heilen. So, Jan ist auf Level 18, das ist schön. Ich laufe mal mit Cesugio ein bisschen. Da ist ein Sipal, den kriegen wir nicht mehr, okay. Wechsel mal wieder auf Ines. Kap der Freude E2. Ha. Leute, ich frage mich einfach nur, sollten wir eigentlich schon in diesem Dungeon sein? Ich meine, wir haben schon die Möglichkeit bekommen. Die Mission sieht auch machbar aus. Klar, jede Mission ist wahrscheinlich vom Zeitaufwand ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist doch nicht über unserem Anforderungsniveau, denke ich nicht. Also ich finde, wir kommen gut zurecht, aber wahrscheinlich halt auch nur, weil wir Cesugio dabei haben. Ja gut. So. Das Gute an Cesugio, er hat die Fähigkeit Siegeswille. Das heißt, je schlechter unser Status ist, desto mehr Schaden machen wir. Statusansteckung. Da ist die Treppe. Da haben wir schon mal den ersten Teil unserer Mission fertig. Wir sind auch schon zum Glück im gleichen Raum wie Europe. Das heißt, das Landhorn wird sehr erfreut sein. Komm her. Nein, nicht Jan ansprechen. So. Hurra, du hast Europe gefunden. Danke, bin ich froh, dass wir Europe gefunden haben. Habe ich bitte mal laufen, tut mir echt leid. Europe. Verbunden mit Europe und Landhorn. Was ist denn das unten rechts? Ist das ein Turtok? Turtok? Ich glaube nicht. Noch mehr? Okay. Yay, jetzt haben wir wieder ein paar Connections. Ich glaube, das ist sogar mal der richtige Begriff dafür. Connections. Ja, schön. Boah, 150 Forscherpunkte. Nein, wir verlassen den Dungeon nicht. Wechseln wir wieder auf unseren Enes hier. Oder auch nicht. So. Enes ist auf Level 19, das ist schön. Hat trotzdem keine vernünftigen Attacken gelernt. Ich meine, die Attacken von Ines sind jetzt nicht berauschend, ne? Ich meine, wir hatten jetzt nur Geduld gelernt, haben wir noch kein einziges Mal effektiv einsetzen können. Da war die Treppe im Moment. Ich hätte gern noch eine Bodenattacke. Am besten physisch. Die Hungerfalle. Brandschutz. Das verwenden wir mal so. Steigert immer in unsere KP. Ach, das wird. Das kriegen wir hin.
Kap der Freude E5. Freude oder Freunde? Ich sag die ganze Zeit Freude. Freude, ja, ist richtig. WTF? Brauchen wir Jan noch? Ich glaube nicht. Tut mir leid, Jan. Das verlieren wir mal wieder. Das ist ja heftig, dass Hydro-Pump einfach beide trifft. Ne, kein Item einsetzen. Heftig, hör auf mit der Scheiße. Weg hier. Okay, Klärenmarkt. Fliehorb. Strahlorb? Strahlorb. Tatsächlich. Hm. Verwenden wir mal. Treppe ist oben. Oh Gott. Wie viel haben wir denn noch davon? Von den Samen. Ein. Ja gut, aber das kriegen wir hin. Ich setze einfach einen Plosivsamen mal ein. Ja. Wie es nicht reicht. Fliehorb. Top X hier. So. So, und da oben. Nein. Oh Gott. So. Kap der Freude E6. Ich bin gespannt, was für eine Belohnung es hier geben wird. Die Frage ist, wo ist nur der Schatz von Webarak? Der Schatz von Webarak. Hm. Verschwende jetzt leider die ganzen Zweige, aber ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. So kurz. Genau. Kurz vor Beendigung der Mission. Na gut. Das gibt bestimmt wieder ordentlich viele Punkte. Heftig. Leute, ich glaube, wir sind wahrscheinlich wieder im Rang aufgestiegen. Ja. Und ein Lohn. Gute Arbeit. Kehren wir nach Trubelstadt zurück. Freunde! Hört mir bitte kurz zu, bevor ihr gleich reinhaut. Ich habe mich vorhin mit dem Teamleiter unterhalten. Und ja, jetzt kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wir haben beschlossen, zu einer Exkursion aufzubrechen. Yay! Oh, eine Exkursion. Ja, und wann? In 2 Tagen geht's los. Ich hoffe, dass ihr euch alle schon darauf freut.
Yay! Hurra! In ist eine Exkursion! Oh, ich kann's kaum erwarten! Alles klar, meine Freunde. Guten Hunger und lasst es euch schmecken! Nein. Am nächsten Morgen. Lasst uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Jawohl! Ich würde gerne meine Belohnungen abholen. Katschakturm, ja genau, deswegen. Ich habe nämlich schon damit gerechnet. Ein größerer Beutel wäre cool. Rangaufstieg, was gibt das? Der Forscherteam Rang, Bronzerang wurde erreicht. Okay, wir haben jetzt den Bronzerang. 10 Goldbarren, 9 Dungeon, 2 Restladero-Medaillen, 1 Fokusringel und ein Topspeichergerät. Was ist denn ein Topspeichergerät? Kobalium, WTF. Und 9 Musikstücke. Und. Ja, gut, der Beutel wurde tatsächlich erweitert. 1490 Punkte bis zum nächsten Rang. Ja, das kann ein bisschen dauern. Heftig. Mit so vielen Pokémon auf einmal wieder verbunden zu sein. Krass. Ich würde mir gerne noch meine Belohnung abholen. Bei Kangama. Leute, wir haben in diesem Part leider nicht viel in der Story erreichen können. Lohn in Empfang nehmen. Rosaf ist echt ein Grobian. Ja, ist so, ich benötige Hilfe. Achso, das hatten wir schon. Um ehrlich zu sein, mag ich diese ganzen kurzen Missionen lieber, weil ich ja in dem Let's Play hauptsächlich erstmal die Story zeigen will. Ich weiß noch nicht, ob ich die 100% machen werde. Das würde ja heißen, ich muss jedes Pokémon hier treffen, aber ich werde mein Bestes geben, um so viele wie möglich zu schaffen. Lapras-Pässe. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal die Goldbarren verkaufen. Gegen Geld tauschen. Und zwar alle 10. Ich kaufe schon mal die beiden Pässe, die da noch sind. Wir können jetzt alle Kontinente betreten. Ja, das halte ich auch für nützlich. Und da, Blendsamen, okay, die brauchen wir nicht. Nein, danke. Ein bisschen entmisten wieder. Der große Apfel kann weg. Wir haben genug Elixiere, glaube ich, dabei. 5 Stück, das reicht. Top-Elixier brauchen wir nicht. 4 Seelbänder sind okay. Inklusivsamen, Fassungsraum, Teambeleberraum kann weg. Das sieht gut aus. Doch, ich bin zufrieden. Was macht denn der Fokusringel? Erhöht die Volltrefferquote. Das klingt nicht schlecht, das nehmen wir mal mit. Ablegen, dafür legen wir mal den Spezialangriffsringel weg. Haben wir noch ein paar Belebersamen, die wir mitnehmen können? Nein. 2 normale. Was macht denn das Top-Speichergerät? Ach so. Das heißt, wir verlinken kein Geld und keine Items. Sehr schön. Leute, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt... Oder wir suchen uns schon mal die nächsten Missionen aus, die wir machen werden. Geheimauftrag in Param. Ich glaube, den mache ich als erstes. Und dann schauen wir mal im nächsten Part, was wir noch so machen werden. Damit soll es das aber auch erstmal für heute gewesen sein mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Bis dahin. Ciao.